Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ein Ende des Geiseldramas in München ist noch nicht in Sicht. Obwohl am Abend weitere Frauen freikamen, halten militante Kurden im türkischen Generalkonsulat nach wie vor Geiseln in ihrer Gewalt. Wie hier wurden heute in zahlreichen deutschen Städten und auch im Ausland türkische Einrichtungen angegriffen, und zwar in einer offensichtlich koordinierten Aktion. In Bern gab es einen Toten, in Marseille konnte eine Geiselnahme unblutig beendet werden. Die Geiselnehmer in München fordern, dass Bundeskanzler Kohl öffentlich von der türkischen Regierung ein Ende der Militäraktionen gegen die Kurden verlangt. Die Sicherheitskräfte hatten eigentlich auf ein schnelles Ende des Geiseldramas gehofft, als aus Marseille die Meldung kam, dass die Terroristen dort aufgegeben hatten. Doch die Geiselnehmer im türkischen Konsulat in München reagierten mit ihrem Ultimatum. Bundeskanzler Kohl soll bis spätestens Samstag 8 Uhr die türkische Regierung in einer Fernsehansprache auffordern, den Krieg gegen die Kurden zu beenden. Die 5 bis 8 Geiselnehmer hatten sich bei Öffnung der Botschaft um 9 Uhr unter die Besucher gemischt und, so vermutet die Polizei, mehrere Faustfeuerwaffen, 2 bis 3 Pistolen und eine Maschinenpistole aus Konsularbeständen erbeutet. Mit rund 25 Geiseln verschanzten sich die Kidnapper im 2. Stock des Gebäudes. Eine Frau mit einem Schwächeanfall und ein Mann, der einen Herzinfarkt erlitten hat, lassen sie wieder frei. Zuerst fordern sie die Polizei auf, die Einsatzkräfte vor dem Gebäude abzuziehen. Dann drohen die Kurden damit, die Botschaft in die Luft zu sprengen oder die Geiseln zu erschießen. Eine eigens für solche Fälle geschulte 7-köpfige Verhandlungsgruppe der Polizei, unter ihnen ein Psychologe, steht im ständigen Telefonkontakt mit den Geiselnehmern. Vor einer knappen Stunde übergeben die Kidnapper erneut eine Frau, die mit einem Kreislaufkollaps zusammengebrochen ist. Und um 19:30 haben die Kurden 8 Frauen aus dem Konsulat freigelassen. Nach Polizeiangaben befinden sich damit noch 10 Männer in der Gewalt der Geiselnehmer. Der Gesundheitszustand der 10 freigelassenen Frauen ist nach ersten Polizeiangaben gut. Sie beschrieben die Situation im Konsulat als entspannt. Sie bekamen Essen, durften Kaffee trinken und rauchen. Die Polizei sieht sich damit in ihrer Annahme bestätigt, dass die ganze Aktion hier doch noch unblutig enden wird. Nach wie vor befinden sich aber 10 Männer in der Gewalt der Geiselnehmer. Die Polizei verhandelt weiter intensiv über Telefon, so wie sie es bisher die ganzen 11 Stunden gemacht hat, und hofft nun auch bald, diese 10 Männer freizubekommen. Unklar ist nach wie vor, wie viele Geiselnehmer sich im Konsulat aufhalten. Während sich hier im Moment innerhalb der Absperrungen die Lage beruhigt hat, gibt es im Moment außerhalb der Absperrungen eine Demonstration von etwa 150 Kurden. Wofür oder wogegen sie demonstrieren, lässt sich im Moment hier noch nicht sagen. So viel aus München. Vor der türkischen Botschaft in Bonn haben rund 100 Anhänger der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK demonstriert. Am Vormittag waren sie vor das Gebäude gezogen. Dort blockierten sie die Eingänge und ließen niemand hinein oder heraus. Als die Polizei die Blockade auflöste, kam es zu Rangeleien. In Münster stürmten Kurden das türkische Generalkonsulat. Hier wurden sämtliche Räume verwüstet und das Mobiliar zerstört. Nach Angaben des Innenministeriums wurde auch ein Beamter verletzt. In Hamburg demolierten rund 35 Kurden mehrere türkische Geschäfte, darunter auch dieses Reisebüro. Hier war eine Gruppe mit Äxten und Knüppeln bewaffnet eingedrungen und hatte den Laden verwüstet. Auch eine Bank, eine türkische Fluggesellschaft und weitere Reisebüros wurden angegriffen. Eine Besetzung des türkischen Generalkonsulats konnte von der Hamburger Polizei verhindert werden. Schwerpunkte der Kurdenaktion im Ausland waren Marseille und mehrere Schweizer Städte. In Bern ist bei einer Schießerei zwischen Kurden und Sicherheitskräften vor der türkischen Botschaft ein Demonstrant erschossen worden. 7 Menschen wurden verletzt. Rund 60 Kurden hatten vor dem Botschaftsgebäude protestiert. Als sie dann versuchten, in das Gebäude einzudringen, fielen Schüsse. Wie es dazu kam, ist noch nicht geklärt. Unblutig ist die Geiselnahme im türkischen Konsulat in Marseille zu Ende gegangen. Dort waren am Morgen 4 bewaffnete Kurden in das Gebäude eingedrungen und hatten 2 Angestellte sowie einige Konsulatsbesucher in ihre Gewalt gebracht. Die Besetzer, die sich selbst als Mitglieder der kurdischen Arbeiterpartei PKK ausgaben, verlangten ein Gespräch mit Fernsehjournalisten. Als ihnen dies gewährt wurde, ließen sie die Geiseln frei und ergaben sich der Polizei.
Die Bundesländer sind nach Darstellung des Bonner Innenministeriums darüber informiert gewesen, dass heute Anschläge militanter Kurden zu erwarten sind. Entsprechende Informationen der Nachrichtendienste, so das Ministerium, seien gestern an die Länder weitergegeben worden. Innenminister Seiters kündigte inzwischen entschiedene Maßnahmen an. Ausländer, so Seiters, hätten ebenso wenig wie Deutsche das Recht zur Gewaltausübung. Grundsätzlich gilt, dass die Bundesregierung und die Bundesrepublik insgesamt, einschließlich der Länder, nicht dulden werden, dass Ausländer Gewalttaten dieser Art auf deutschem Boden austragen, auch Streitigkeiten ihres Heimatlandes. Und deswegen werden wir alles tun, damit die Täter vor Gericht gestellt werden und dass auch von den ausländerrechtlichen Möglichkeiten konsequent Gebrauch gemacht wird, bis hin zur Ausweisung. In Ankara hat der türkische Außenminister Cetin die Bundesrepublik, die Schweiz und Frankreich aufgefordert, die Täter festzunehmen und an die Türkei auszuliefern. Gleichzeitig erklärte er, es sei die Aufgabe der internationalen Staatengemeinschaft, gemeinsam den Terrorismus zu bekämpfen. Außerdem müssten alle Länder dafür sorgen, dass die dort lebenden türkischen Bürger, die türkischen Diplomaten und die türkischen Botschaften besser geschützt werden. To protect the life of our diplomats, our people. Die Kurden sind ein Volk ohne Staat. Etwa die Hälfte der mehr als 20 Millionen Menschen lebt in der Türkei. Mehrere Millionen Kurden gibt es in Iran und im Irak. Das Siedlungsgebiet reicht auch nach Syrien und nach Armenien. Der nach dem Ersten Weltkrieg geplante Kurdenstaat kam nicht zustande. Die ersten Aufstände in der Türkei gab es 1925. Sowohl dort als auch im Irak und in Iran wurden die Autonomiebestrebungen seither meist blutig niedergeschlagen. Nach dem glimpflichen Ende der Geiselnahme in München sind die Täter am Abend dem Ermittlungsrichter vorgeführt worden. Gegen die 13 Kurden wurde Haftbefehl erlassen. 12 von ihnen haben die türkische Staatsbürgerschaft, einer ist staatenlos. Alle Geiseln sollen mittlerweile wohlauf sein. Der glückliche Ausgang, so hieß es heute in München, sei vor allem der geschickten Verhandlungsführung eines Polizeipsychologen zu verdanken. Den ganzen gestrigen Tag über hatten sich die Kurden im türkischen Generalkonsulat verschanzt. In der vergangenen Nacht dann ließen sie die letzten Geiseln frei und stellten sich der Polizei. Kurz vor Mitternacht war alles vorbei. Nach Verhandlungen mit Kanzleramtsminister Bernd Schmidbauer haben die 13 kurdischen Extremisten aufgegeben. Unter dem Beifall der etwa 100 Türken kamen die letzten der 23 Geiseln nach 16 Stunden frei. Anschließend wurden die Kidnapper in das Münchner Polizeipräsidium gebracht. Als Reaktion auf die Geiselnahme forderte Bayerns Ministerpräsident Stoiber am Rande der Kabinettssitzung in München ein Verbot der kurdischen Arbeiterpartei. Es zeigt natürlich auch, dass wir zunehmend auch Austragungsort von nationalen Auseinandersetzungen anderer Staaten werden. Das muss unterbunden werden und deswegen unterstreiche ich nachdrücklich den Verbotsantrag von Innenminister Beckstein, die PKK eben als kommunistische Organisation, als verfassungsfeindliche Organisation auch zu verbieten. Und ich werde auch auf meiner Ebene versuchen, das durchzusetzen. Auf einer Pressekonferenz berichtete Einsatzleiter Dieter Hillebrand, dass das Verhandlungskonzept der Polizei voll aufgegangen sei. Die Täter hatten anfangs äußerst nervös gewirkt und drohten mit der Erschießung von Geiseln. In Verhandlungen gelang es der Polizei, die Situation zu entschärfen und die Geiselnehmer ohne Zugeständnisse zur Aufgabe zu bewegen. Vorwürfe, dass das türkische Konsulat trotz deutlicher Hinweise auf kurdische Aktionen zu wenig geschützt worden sei, wies der bayerische Innenminister entschieden zurück. Das Konsulatsgebäude gehöre zum Hoheitsbereich des jeweiligen Landes. Die Polizei dürfe dort nicht kontrollieren. Die Sicherheit ist allein Sache des Konsulats. Bundesinnenminister Seiters erwägt sowohl ein Verbot der kurdischen Arbeiterpartei PKK als auch die Abschiebung der Münchner Geiselnehmer in die Türkei. Die ausländerrechtlichen Möglichkeiten für eine Abschiebung sollen jetzt geprüft werden. Allerdings, so hieß es, müsse sichergestellt sein, dass den Kurden in der Türkei nicht die Todesstrafe drohe. Für ein PKK-Verbot und eine Abschiebung der Gewalttäter sprachen sich auch die innenpolitischen Experten der SPD-Fraktion aus. Im Südosten der Türkei haben Kurdenkämpfer mehrere Ortschaften angegriffen. Das Dorf Koyunliu, das von Milizen kontrolliert wird, die mit der türkischen Armee zusammenarbeiten, wurde mit Raketen beschossen. Dabei wurde eine Familie getötet, in deren Haus eine Rakete einschlug. Die kurdische Arbeiterpartei PKK hat angekündigt, sie werde ihren Kampf für ein freies Kurdistan weiter verstärken.
In zahlreichen Städten Europas gingen Kurden heute auf die Straße, um für einen eigenen Staat und gegen Unterdrückung in der Türkei zu demonstrieren. Die kurdische Arbeiterpartei und andere Vereinigungen hatten in 70 Städten zu Mahnwachen und Protestaktionen aufgerufen. In der Schweizer Hauptstadt Bern verlangten 150 Kurden auch Aufklärung über den Tod eines Landsmanns, der bei der Demonstration vor der türkischen Botschaft am Donnerstag erschossen worden war. In Saarbrücken ließen sich die Demonstranten auf der Straße nieder, um mit Sprechchören und Plakaten auf ihre Forderungen aufmerksam zu machen. Die meisten Demonstrationen verliefen, wie hier in Frankfurt, friedlich. Krawalle hatte es in der Nacht in Karlsruhe gegeben, als dort vor der Botschaft der Türkei kurdische und türkische Gruppen aneinander gerieten. 100 Personen wurden festgenommen. Die Demonstration vor der Gedächtniskirche in Berlin war verboten worden, weil man Gewalttätigkeiten befürchtete. Als die Kurden der Aufforderung der Polizei, den Platz zu verlassen, nicht nachkamen, wurde geräumt. Nach Rangeleien führte die Polizei 8 Demonstranten ab. In Köln gibt es zur Stunde wieder ein Konzert gegen Ausländerfeindlichkeit. Es steht unter dem Motto Wut entbrannt, Toleranz statt Terror. Die deutschen und türkischen Veranstalter wollen gemeinsam ein Zeichen gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Gewalt setzen. Die Einnahmen des Konzerts sollen Opfern von rassistischer Gewalt zugutekommen. Jeder Dealer zeigt und zeigt, wie es geht. Schluss mit der Sentimentalität. Vielen Dank.